So, meine Lieben, hallihallo. Ach, es hat ja wunderbar geklappt. Wunderschönen guten Abend. Ah, schön, schön. Es sind schon einige, die sich schon dazu eingeklickt haben. Ja, wie bereits in meinem kurzen Video heute Nachmittag bereits verkündet oder auch gestern schon, möchte ich natürlich auch gerne nochmal hier auf Instagram live gehen und nochmal ein kurzes Statement abgeben zu dem, was jetzt so in den letzten Tagen passiert ist. Ich weiß, viele oder ein oder andere hat es vielleicht mitbekommen. Und ja, die Bombe ist jetzt geplatzt. Jetzt weiß jeder Bescheid, was hier abgeht. Und natürlich möchte ich gerne mein persönliches Statement dazu geben. Heute auch sogar nicht mal alleine, sondern sogar mit dem Founder Jerome, der jetzt nachher auch noch gleich dazukommt. Aber erstmal schön, danke für die Herzen. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr... Ja, beginne ich mal damit, dass ich einfach auch hier noch einmal einfach ein riesen Dank an alle sagen möchte, die mich kontaktiert haben in den letzten Wochen, in den letzten Monaten, ja, und mir super Angebote gemacht haben. Also ich schätze das sehr. Es ehrt mich natürlich auch sehr und natürlich bestätigt mir das noch einmal, dass ich wirklich, ja, das alles richtig gemacht habe. Gleichzeitig möchte ich natürlich alle bitten um Verständnis, weil ich denke mal, ich habe meine persönliche Entscheidung getroffen und ich bin so aufgeregt, so happy, einfach so voller Energie auf alles, was kommt und ja, ich freue mich sehr. Und deswegen, genau, ich meine ganz kurz vielleicht für diejenigen, die vielleicht mich nicht so wirklich kennen, kurz zu meiner Reise, zu meiner Geschichte. Ich meine, viele wissen ja Bescheid, dass ich ja schon sehr, sehr lange im Network Marketing tätig bin. Genauer gesagt eigentlich schon seit fast 24 Jahren. Meine Reise hat ja angefangen bereits schon 99. Eigentlich war ich damals Beamtin und bin dann eines Tages von einer wildfremden Dame auf einer McDonald's-Damentoilette, wirklich so war das exakt, beim Händewaschen auf dieses Mega-Konzept angesprochen worden. Und ja, nachdem ich das verstanden habe, nachdem ich das kennengelernt habe und vor allem lieben gelernt habe, habe ich wirklich richtig Gas gegeben und habe natürlich wirklich 17 Jahre absoluten Erfolg feiern können. Dafür bin ich so dankbar für all das, was ich gelernt habe. Ja, da bin ich natürlich auch meinen Traum gefolgt, weil ich wollte damals so die erste weibliche Vizepräsidentin werden. Auch das ist mir gelungen. Nun ja, irgendwann mal sind viele Umstände passiert, die einfach mich nicht mehr glücklich gemacht haben. Ja, und dann natürlich kam Fairway und ich habe damals schon gesagt, ich kann nur einmal eine Entscheidung treffen. Ich möchte sie nur einmal treffen. Also wenn ich schon einmal diesen Wechsel mache, dann soll er und darf er nicht mehr als einmal sein. Und ich habe die Entscheidung getroffen. Ich bin damals wirklich hergegangen, habe wirklich alles aufgegeben, habe gekündigt und bin dann bei Fairway gestartet. Ja, und da war es natürlich auch mega erfolgreich, super schnell die Nummer 1 geworden, super schnell fast den höchsten Rang erreicht. Okay, und letztes Jahr war das dann so, dass wir dann eben an Jones verkauft worden sind. Das war natürlich total unerwartet. Ich habe leider davon überhaupt nichts mitbekommen. Aber egal, das war nun mal so. Und wie gesagt, ich habe wieder dieser Herausforderung habe ich mich gestellt und habe gesagt, okay, so ist es nun mal. Ich meine, warum auch immer das gut war oder gut ist, ich werde einfach dieser Firma die Chance geben und habe wirklich gedacht, das wird meine Heimat werden. Ich habe natürlich alles dafür getan. Die Produkte sind super gewesen, aber gut, es sollte wohl nicht sein. Ich meine, die meisten haben es ja aus der Presse mitbekommen. Deswegen auch viele haben mich kontaktiert. Um Gottes Willen, was ist da bei euch los? Was ist passiert? Wie geht's weiter? Genau, und ja, nachdem ich eben jetzt da stand und natürlich weiß jeder, glaube ich, auf dem gesamten Planeten, dass ich natürlich mein Produkt, das war mein Wasser, unser hexagonales, lebendiges Wasser, das habe ich 2018 lieben gelernt, kennengelernt und ich muss sagen, mein Papa hat das wirklich 3,5 Jahre Leben beschert. Wie kann ich das Produkt aus meinen Händen lassen? Und nachdem natürlich jetzt ja einige Hersteller ja auch schon das Unternehmen verlassen und darunter auch eben meine Wassermänner, meine Jungs, und die dann einfach zu mir gekommen sind und haben gesagt, okay, Helena, jetzt stehen wir wieder da, jetzt zum dritten Mal dein Angebot, wann endlich machen wir was Eigenes? Und ja, da bin ich so weit gewesen, ich sagte, okay, ich kann mir das vorstellen, ich kann das natürlich, ich mache das super gerne, ich werde mein Wasser niemals aus meinen Händen lassen. Nur natürlich war natürlich die Frage, okay, alleine ist es schwierig. Und so kam das Ganze dann mit Jerome zustande. Ich meine, normalerweise hätten wir schon vor 2 Jahren vielleicht machen sollen. Schon damals wäre die Chance gewesen. Aber gut, wie man so schön sagt im Leben, alles kommt zum richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, der richtige Zeitpunkt ist genau jetzt. Und dann natürlich dank meiner lieben Laura, meiner stärksten Linie, auch bei Fairway schon gewesen, habe ich auf ihren Tipp eben noch einmal dann den Kontakt zu Jerome geknüpft. Und ja, nach dem Treffen von ihm hat sich irgendwie alles um 180 Grad gedreht und plötzlich konnten wir beide uns das wirklich vorstellen, unser eigenes Unternehmen aufzubauen. Und jeder, der mich kennt, das ist so meine Passion schon immer gewesen, das wisst ihr alle, meine Lieben.
Für mich ist Network Marketing die galaktischste Business-Idee aller Zeiten. Ich liebe sie. Ich weiß, dass man das rocken kann. Ich weiß, dass man vielen Menschen ein mega, mega tolles Leben ermöglichen kann, vielen Menschen helfen kann. Aber es gibt leider immer so viele da draußen, die es einfach nicht diese Ethik folgen, die einfach so dieses Menschliche nicht immer so schätzen. Und das war für mich immer anders. Bei mir war es immer egal, welchen Rang man hat, welchen Stufen, welchen Umsatz, egal. Ich habe wirklich immer für die Menschen gekämpft. Für mich waren die Menschen im Vordergrund. Ich sage immer, wenn man wirklich meint, man muss wirklich, es geht nur ums Geld verdienen. Ja, es ist wichtig, ganz klar. Sonst müsste man morgen ja eben nicht arbeiten gehen. Natürlich ist Geld wichtig, aber nicht auf Teufel komm raus. Und ich denke, wenn man wirklich dafür bereit ist, diese Leidenschaft zu entwickeln, diesen Menschen wirklich ehrlich zu helfen, diese ethischen Werte zu vertreten, wirklich Menschen zu lieben, dann kommt das Geld von alleine. Und ich sage immer, wenn meine Partner glücklich sind, dann bin ich sowieso. Wenn meine Partner erfolgreich sind, dann bin ich sowieso. Und diesen Werten bin ich immer treu geblieben bis heute. Und deswegen habe ich gesagt, okay, wir möchten gerne was aufbauen, was genau diesen Werten entspricht, dass wir wirklich, wirklich, wirklich dieses Network, diese Branche noch mehr in dieses Licht bringen möchten, wo es eigentlich hingehört, und versuchen alles dafür zu tun, dass ja in unserer neuen Heimat sich die Menschen wohlfühlen und dann einfach sagen, okay, genau hier geht es wirklich um uns und nicht vordergründig was anderes. Und ja, somit habe ich im 6. im Lotto natürlich wirklich, wirklich, wirklich gefunden, das ist unser lieber Jerome, und ich hoffe sehr, dass er heute auch hier dabei ist. Wir müssen mal kurz mal schauen, ob du, ja genau, ich habe dich gar nicht mehr, Jerome, wo bist du? Dass wir einfach gerne heute ihn auch dazu holen, weil ich finde, man muss diese Person kennenlernen. Ihr werdet sehen, das ist genauso ein Mensch mit Herz am richtigen Fleck, sage ich immer wieder. Und unsere Werte und alles, was wir so gemeinsam jetzt hier aufstellen, genau dem entspricht. Jetzt muss ich nur schauen, ob, ah ja, warte mal, ich glaube, der hat mir schon hier eine Einladung hoffentlich geschickt. So, ich muss mal gucken, ob ich ihn finde. So. Jawohl, mein lieber Jerome, ich sehe, du bist hier. Funktioniert, ich habe dir eine Einladung geschickt, und ich finde, wenn wir einfach mega, mega dankbar sein sollten, das bist du. Yes. So, hallo. Danke, danke. Und das habe ich, ja, auch das schätze ich. Ich habe heute kurz gesagt, Mensch, hast du Zeit, können wir kurz live gehen? Erst heute Abend, nicht heute Mittag. Das war nicht Sekunde gedacht. Ja klar, mache ich mir möglich, und da sind wir. Ja, mein lieber Jerome, ich würde gerne, gerne dir das Wort überlassen. Und ja, sag einfach mal von deiner Seite, was haben wir vor? Was haben wir angestellt? Oh, angestellt vieles, wenn ich die ganze, also zuerst mal hallo zusammen. Ich habe mir jetzt da die ersten Minuten angeschaut. Ich bin Franzose, by the way, also das hört man am Akzent. Also bitte um Verzeihung. Ja, also was soll ich noch dazu sagen? Ich meine, das hat sich, wie du es schön gesagt hast, vor 2 Jahren hätte es schon stattfinden können. Da hat es für ein paar Details nicht damals funktioniert. Und jetzt haben wir die Möglichkeit gehabt, dieses weiße Blatt Papier zu analysieren und mal Produkten auf dieses Blatt Papier zu bringen. Da war das Wasser einer der Kernprodukten, aber wir sprechen ja über Stammzellenprodukten, über Kolostrumprodukten, über was wir heute noch, aber das darf ich heute noch nicht sagen, entdeckt haben. Hammer. Ich meine, wir waren ja zusammen 3 Stunden heute. Wir haben ein super Meeting gehabt. Das bringt auch nochmal ein Level höher in der Firma. Ich meine, was halt wichtig ist, wie du es gesagt hast, ist der Mensch. Der Mensch wieder in den Vordergrund zu stellen, und diesem Mensch, egal wo er herkommt, egal was er studiert hat, die Möglichkeit zu geben, wirklich ein schlüsselfertiges Konzept ihm zu geben, seinen eigenen Business aufzubauen. Mit der Unterstützung von der Firma auf einer Seite, aber mit der Unterstützung von dir, Helena, mit deiner Network-Marketing-Erfahrung, von der Laura, mit anderen Leuten, wo jetzt am Start dabei sind. Wichtig ist halt, diesen Mensch zu unterstützen, nicht eine Firma zu sein, wo Pakete verkauft. Wichtig, den Marketingplan aufzubauen, dass er fair ist, dass die Leute gleich am Anfang Geld verdienen können, dass diese Leute wachsen können, dass sie keine Qualis über 3 Jahren brauchen. Also diese ganzen Hürden,
wo uns selbst zu einem gewissen Zeitpunkt zu einer Hürde war, diese wegzumachen und was Verständliches, was Faires zu machen mit einem Produkt und Qualität und Preis, wo stimmt, wo dem Markt angepasst ist. Ja, das sind die Werte heute von unserem Unternehmen und ich bin sehr stolz, das mit dir und mit Laura zu gegründet zu haben. Und ja, das ist das Projekt, wo jetzt in dieser Pre-Launch-Phase ist. Diese Pre-Launch-Phase wird bis zum 22. April, Tag der öffentliche, also der offizielle Öffnung vom Unternehmen sein. Das bedeutet, die Leute, wo am Anfang dabei sind, haben auch so diese Möglichkeit, Feedback zu geben. Da können wir Sachen noch optimieren, verbessern, weil wir werden ja international sein. Also es wird jetzt nicht ein französisch oder ein deutsches Unternehmen, es wird ein internationales Unternehmen sein. Aber da, wo wir schon in den letzten Stunden bewiesen haben, wir können Länder ziemlich schnell öffnen, in Anführungszeichen. Wir können anderen Sprachen noch unterstützen. Der Kundenservice ist ready to start. Das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich meine, wir decken da schon Sprachen ab, wo man braucht am Anfang. Ja, das ist diese Geschichte, wo wir jetzt anfangen zu schreiben. Und das hat ein bisschen Wellen geschlagen. Aber wie gesagt, du bist zu einem Zeitpunkt gekommen, wo du keine Lust hattest, mehr verkauft zu werden. Ich bin zu einem Zeitpunkt gekommen, nach 17 Jahren Network Marketing als Vertriebsleiter, als Geschäftsführer für ein internationales Unternehmen, was für mich auch keine, ich hatte auch keine Lust mehr, einen neuen Chef zu suchen. Deswegen hat es perfekt gematcht und diesbezüglich möchte ich mich auch für diese Begegnung bedanken und dass wir da wirklich ein schönes und faires Business miteinander aufbauen. Ja, absolut, absolut. Ich kann das nur zurückgeben. Wie gesagt, das hat, ja, das passt einfach mal. Und vor allem, du bist ja auch jetzt auch als erfolgreiches CEO gewesen. 5 Jahre lang hast du ein Unternehmen aufgebaut, wirklich aus, ne, von, keine Ahnung, Mini-Umsatz auf Millionen. Das ist genau das, was man braucht, ne? Dieses Know-how auf der Corporate-Seite, was ja wirklich schon da ist. Und natürlich dein vertriebliches Know-how. Und das ist, glaube ich, so gesucht, gefunden. Und ja, ich bin unheimlich dankbar und froh. By the way, natürlich, ich bin zwar Co-Founderin, nochmal ganz wichtig, damit es auch klar rüberkommt, das habe ich noch vergessen zu sagen. Ich bin natürlich trotzdem im Vertrieb, das heißt, na klar, ich bin für den Vertrieb zuständig, das ist meine Leidenschaft, das ist meine Stärke, bin natürlich aber trotzdem eben mit Gründerin, das heißt, ich kann vieles weitergeben, ich werde gehört, das ist das, was ich ja immer eben das Problem habe oder haben viele, dass man einfach, ja, eben über den Menschen hinaus und über den Menschen schaut, anstatt mal zuzuhören, Augenhöhe, das ist, glaube ich, für uns ganz, ganz wichtig. Und natürlich, offizieller Start 22. heißt aber noch lange nicht, dass wir ja eigentlich starten können. Das heißt, Produkte werden ja startklar sein ab Januar, die man bestellen kann. Man kann sie jetzt vorregistrieren. Also die Menschen, die natürlich da schon Bescheid wissen, die wissen Bescheid. Ansonsten, wenn ihr diejenigen, die noch nicht Bescheid wissen, meldet euch gerne. Wie gesagt, wenn ihr diese Energie fühlt, wenn ihr euch gut dabei fühlt, das ist ganz wichtig. Wenn das passt, dann seid ihr genau richtig hier. Und das ist das, was wir möchten. Wir möchten niemanden, Gottes Willen, jemanden was wegnehmen. Ich bin die Letzte, die was abwerben will. Ich habe schon gestern das gesagt im Facebook. Die Welt ist so groß. Und deswegen keine Angst, wirklich. Wir können 100 Firmen noch gründen. Wir würden nicht alles abdecken. Ich meine, ich würde mir eins wünschen, das war schon immer mein Traum und glaube deiner auch. Wir kämpfen alle für eine gute Sache. Network ist mega, amazing. Und das wäre so schön, wenn wir alle gemeinsam, auch wenn wir nur Konkurrent sind, aber alle gemeinsam miteinander, also nicht gegeneinander, miteinander, weil es genug Platz da und jeder kann sich doch das raussuchen. Wenn er sich hier wohlfühlt, ist schön. Und wenn er sagt, das andere ist in Ordnung, ich bin glücklich, überhaupt kein Problem. Und da bin ich immer so, und du glaube ich, Jerome, genauso, dass wir das Genau. wirklich klar und deutlich kommunizieren. Wir möchten niemandem das wegnehmen, aber es gibt so viele Menschen, die sind nun mal unzufrieden. Und dann kommt vielleicht genau jetzt der richtige Zeitpunkt, wo wir sagen, jetzt oder nie, von Stunde null dabei zu sein, Menschen, die wirklich menschlich sind. Und ich meine, dann seid ihr herzlich willkommen, natürlich. Und wir tun alles dafür, also meine Seite, deine sowieso, Laura, alle wir drei, glaube ich, wollen wirklich die Welt, ich sage einfach mal, Stück weit besser machen, als sie vielleicht wirklich schon ist. Und ich hoffe, es gelingt uns. Also ich stelle mich dieser Herausforderung. Ich habe wirklich richtig Bock drauf und wieder Energie. Und ich glaube, das wird schon was ganz Großes. Also ich bin mir da ziemlich sicher.
Ich meine, das ist ja die Stärke, wo wir haben, ist wir haben unser Leben, also unser Leben wurde durch Network Marketing definitiv verändert, positiv verändert. Ich bin gelernter Elektrotechniker. Du bist jetzt auch nicht aus dem Vertrieb Nein, ursprünglich. gar nicht. Und wir haben beide Millionen Umsätze aufgebaut. Ja, und das in auf diese paar Jahrzehnten, wo wir das gemacht haben für verschiedene Firmen. Und ja, deswegen diesen Start zusammen zu haben und da gemeinsam mit, was mir auch gut gefällt, ist diese Freunde, wo jetzt am Start bei uns dabei sind. Und das ist ja das Menschengeschäft im Endeffekt, dass man die Möglichkeit jetzt hat, jedem ein schlüsselfertiges Konzept zu geben, zu sagen, okay, hier hast du die Möglichkeit, wenn du dich entscheidest, nebenberuflich das zu machen, 300, 500 € monatlich mehr zu haben, fein. Wenn du Lust hast, vielleicht dich komplett beruflich zu verändern, dass du einen Karriereplan möchtest, da haben wir auch die Möglichkeit. Deswegen, Genau. ja. Das ist das Wichtigste. Genau, und das war jetzt halt auch mir wichtig, das nochmal hier persönlich mit euch zu teilen, mit Jerome zusammen. Natürlich mega Geschichte. Jetzt wisst ihr Bescheid, was los ist und wird nicht rumgedunkelt. Was ist da los? Was macht die denn? Hat sie schon wieder gewechselt? Nein, never ever. Einmal habe ich mir versprochen und einmal ist es dabei geblieben. Und jetzt machen wir unser eigenes Ding. Und das kriegen wir schon gewuppt. Und deswegen war mir das wichtig, heute mit euch zu teilen. Und genau, vielen lieben Dank, Jerome, nochmal für deine Zeit und Danke lieben dir. Dank an alle, die jetzt zugeschaut haben, die einfach uns das Vertrauen schenken. Wir geben es auf jeden Fall wieder zurück, da bin ich mir ziemlich sicher und tun alles dafür. Und natürlich, es werden Babykrankheiten am Anfang da sein. Wir sind alles nur Menschen, nobody is perfect. Aber das ist wichtig, dass wir zuhören, wir brauchen euer Feedback und wir reagieren sofort. Also ich kann es nur sagen, von der Seiten Firma, egal was ist, ich spreche drauf, keine 2 Minuten später habe ich sofort eine Antwort. Also das sind Sachen, die ich so auch nicht wirklich kenne in der Vergangenheit. Und deswegen, genau, und das Gute ist ja, ich bin unheimlich dankbar für diese 4 Jahre Achterbahn, weil man hat es, ja, es war nicht einfach, aber es hat einen nur stärker gemacht. Und deswegen finde ich super, dass man jetzt wirklich weiß, was läuft, was nicht läuft, was gut ist, was nicht gut ist. Und wir werden aus der gesamten Erfahrung, die ist ja unbezahlbar, das Beste draus machen. Das ist es. Und das möchte ich und das werden wir euch versprechen können. Und in diesem Sinne, alles Liebe, schön, dass ihr dazugehört habt. Jetzt wisst ihr Bescheid. Ich wünsche einen schönen Abend. Schon, danke, danke. Und ja, wir sehen und hören uns. Alles Liebe, alles Gute. Bis bald. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss. Ciao, meine Lieben. Ciao. So.